What's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück bei meiner WoW Cataclysm-Reihe 1 bis 60. Wir sehen unseren Worgen Moonboon vor uns, mit dem schönsten Namen der Welt. Und wie ihr seht, befinden wir uns nicht mehr im Nachtelfen-Startgebiet, sondern... Tada! Im Rotkammgebirge. Was ich ja eigentlich nämlich zeigen wollte in meiner 1 bis 60 Reihe sind ja die veränderten Questgebiete. Und da wir jetzt endlich fertig sind mit dem Wargenstadtgebiet, dachte ich mir, dass mir das Nachtelfenstadtgebiet Ashenvale noch nie so wirklich gefallen hat. Auch die neuen Quests nicht, ich habe sie schon gemacht. Es ist und bleibt einfach, ich weiß nicht, zu dunkel und zu unlustig und hässlich und überhaupt zu elfig. Deshalb habe ich mich hier auf den Weg gemacht. Und bin hier den ganzen Weg mit dem Schiff gefahren und bin dann hier mit meinem Worgen durch den Wald von Elwing gelaufen. Und jetzt sind wir hier. Und wir sehen schon gleich die erste Veränderung im Rotkammgebirge. Ihr erinnert euch noch, drei Ecken, wenn man reinkommt. Hier die drei Kreuzungen, also die drei Wege, die sich hier kreuzen. Einer kommt eben Wald von Elwing, einer geht Richtung Dämmerwald nach darunter und einer geht eben weiter hoch nach Seenhain. Hier stand früher immer die Wache Parker und man musste ihr das Mittagessen bringen. So wie es aussieht, hat die Wache Parker jetzt den eigenen Wachturm bekommen. Und hier gibt es auch gleich jede Menge Quests, die wir uns mal anschauen. Natürlich die Rotkammknolle, 15 beliebige, machen wir gerne. Ach, das war dasselbe, okay. Und dann gehen wir mal noch rein. Und ihr seht jetzt die Darcy, die dann eben das Mittagessen gerichtet hat für die Wache Parker. Die hat ja früher in Seenhain gelebt und steht jetzt hier. Und sie beiden haben geheiratet. Hallo? Und haben sogar eine kleine Tochter. Also sehr schön, wie hier wirklich auf jeden einzelnen noch so wichtigen NPC eingegangen wurde. Besorgt mir sehr gut. Und man hat auch für sie damals den Rotkamm-Eintopf, die Sachen, die Inkredenzien zusammengesucht. Und genauso geht es hier weiter. Wir machen Würstchen mit Bohnen. Man sieht sie. Weil die Familie versorgt werden muss hier. Dann schauen wir mal noch weiter nach oben. Oben steht bestimmt der Parker. Seid gegrüßt. Oh, Wachhauptmann. Er hat sowas gebracht hier. Braucht ihr Hilfe? Ach, das ist die Ding. Ah, jetzt habe ich es kapiert. Ich habe mich jetzt gerade gewundert, was hier abgeht. Das war einfach die Überleitungsquest von Sturmwind hierher. Die habe ich in Sturmwind angenommen. Und die gibt es jetzt hier einfach als Willkommensbelohnung sozusagen. Und dann nehmen wir natürlich hier die... Wow, die sind nicht mal schlecht. Die ziehen wir doch gleich mal an. Puh, wo sind sie denn hin? Da sind sie. Was haben wir denn hier noch? Oh, einen besseren Bogen. Ich glaube, ich sollte ab und zu mal öfters hier ins Inventar gucken. Oh ja, und ein Schild. Das heben wir uns mal auf. Okay. Stehen die Schlachtpläne der Knolle, die Befehle der Knolle und die Strategieführer der Knolle. Okay. Dafür gibt es ein Rucksäckchen. Und dann machen wir uns mal auf den Weg. Und erledigen mal das erste Quest-Hub hier, würde ich sagen. Yay! Neben mir kann ich euch was erzählen, bis wir da sind. Ich hatte gestern Geburtstag. Yay, Moonboon, GZ. Danke, yay, what's up? Und ich habe brutal schön gefeiert. Wir haben gegrillt. Danach haben wir noch lustige Spielchen gespielt. Und am Tag davor habe ich reingefeiert bei mir zu Hause. War das cool. Dafür nochmal danke an alle. Danke für alle Glückwünsche und danke an alle Geschenkgeber. Und was kann ich euch noch erzählen? Ich war im Kino. Yeah. Hab mir mit meinem Kumpel Sucker Punch angeschaut, den ich nur weiterempfehlen kann. Ein wirklich genialer Film. Er hat viele schlechte Kritiken, er hat viele mittelmäßige und er hat auch ein paar wenig gute. Aber meiner Meinung nach ist mal wirklich ein sehr geiler Film. Mal wieder komplett was anderes. Nicht Fast and Furious 5, nicht Herr der Ringe 10 oder irgend so eine andere Scheiße. Es ist wirklich mal wieder was komplett Neues. Und Zack Snyder, der Regisseur, auch von 300 und Watchmen, bekannt für seine extrem schönen Bilder, die er einfach zaubert, hat es wieder mal geschafft. Die Kämpfe sind phänomenal, also wirklich, wirklich hammergeil.
Sehr geile Cineografie. Und auch die Musik, der Soundtrack, perfekt passend eingesetzt zu jeder Situation. Wenn es abgeht, gibt es so richtig fetzigen Metal-Song, und wenn es eher gefühlvoll ist, so eine geile Emo-Ballade oder so. Also, oh, ich laber hier anscheinend ein bisschen zu viel. Es geht halt richtig geil. Den verwunden wir mal noch. Oh, ich stehe nicht weg hier. Ja, jetzt wieder. Bastard. Oh, da sind ja noch mehr. Oh, Scheiße. Klick. Move und Klick. Huh. Okay. Wo war ich? Ja, bei Sucker Punch. Also, Sucker Punch kann ich nur empfehlen. Geht rein, guckt sich an. Was ich auch noch angeschaut haben, war das Rite, das Ritual. Mit dem, wie heißt er, Anthony Hopkins. Da geht es um diese Exorzismus-Austreibung. Ne, Exorzismus-Austreibung nicht. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, ich fand ihn okay. Also, durchschnittlich gut. Nichts Schlechtes irgendwie. Er war manchmal erschreckend. Und zum Großteil war er aber schon gelungen. Herrgott, wie viele Knolle gibt es denn hier im Rotkammgebirge? Die haben sich ja vermehrt wie die Kanicke. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Aber da hinten glitzert es, dann muss ich mal was mitnehmen. Entschuldigung, ich muss was mitnehmen. Lass mich mal durch hier. Ich kann das noch nicht tun. Yeah, Stufe 15. Neuer Talentpunkt verfügbar. Sofort. Ich mal Charge mehr hier und Bastard an. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nicht in Feuer stehen, Moonwun. Das lernt man schon hier im Rotkammgebirge. Noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Nicht bereit. Na los, komm. Go, 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 go. Go, 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 go. Stirb. So, wo sind die anderen Karten und so? Och nö, oder? Och nö. Man sieht wirklich so weit davor. Können wir unterwegs noch den Talentpunkt da irgendwo reinstecken? Oh! Oh! Gepult. Ich kann das noch nicht. Was war jetzt das? Was hat denn der Vogel gerade gemacht? Hat er den Knoll gepickt? Ich weiß es nicht. Ihr habt die Möglichkeit, spult zurück und guckt nach und dann schreibt mir, was der Vogel gemacht hat. Ich will es wissen. Brauche ich was von den Schweinen? Ja. Brauche ich was vom Fuchs? Nein. Das ist zu weit. Aber trotzdem töte ich den Fuchs, weil ich mag keine Füße. Noch nicht bereit. Oh, der Fuchs hat ja richtig Leben. Das noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist, ich dachte, das wäre nur so ein Critter mit null Leben. Aber da habe ich mich wohl getäuscht. Dafür haben wir jetzt den Siegesrausch. Den wir dem Schwein direkt in den Arsch klatschen. Nicht bereit. Oh yeah. Auch die Droprate hier ist sehr schön erhöht. Man hat ja sonst immer hier 1000 Viecher geschlachtet, bis mal was getroppt ist. So, da oben sind nochmal Knolle. Muss ich hier hin? Nein, noch weiter rechts. Oh, aber da gibt's was. Oh ne, Kupfer. Kupfer machen wir nicht mehr. Ja, aber sind wir hinweg. Ich habe übrigens ein bisschen geschmiedet und so. Aber, ich bin jetzt nicht so versessen drauf, die Berufe da groß hoch zu skillen. Also wir machen jetzt einfach hier weiter, was ich euch versprochen habe, die neuen Quests und so weiter und so fort. Und hier sind wir auch schon am Uferpfad. Hier gibt es eine Tarantel, die brauchen wir. Ich kann das noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Und wieder ein Drop. Das geht ja fix. Aber euch gefällt es ja schon auch besser, oder? Wie in diesem Nachtelfen-Dings. Da gibt es zwar eine coole Questreihe mit... Oh, jetzt darf ich nichts Falsches sagen. Am Schluss mit... Malfurion und Stormrage, genau. Oh, was geht denn hier ab? Charge mal da mal rein? Ja, da charge mal rein. Warten wir, bis alle da sind und dann drücken wir die 5. Dann schlachten wir den, der wegrennen will. Und dann
Das Siegesrauschen wir den und dann verwunden wir den noch. Während er verwundet ist, verwunden wir den anderen auch noch. Oh, das kann ich nicht. Und dann machen wir einen Donnerknall. Bäm. Da vorne glitzert es wieder. Da schnappen wir uns doch direkt was. Ich muss näher. Ja, ja, aber man sieht schon hier, wie die Rotkammknolle, die belagern hier richtig Seenheim. Die haben ja überall diese Ballisten und so aufgestellt. Oder war das noch von den Orks damals? Die gab es, glaube ich, schon vor dem Patch, nicht? Ja, nicht, dass ich jetzt hier Scheiß erzähle. Aber ich glaube, die gab es schon vorher. Befehle. Da hinter uns. Okay. Dich muss ich leider auch töten. Was brauche ich von dir? Deine? Niere, okay, Schwein. Gib mir deine Niere, Schwein. Wenn es nur so einfach wäre, für jeden eine Niere zu finden. Seine Leber haben wir auch gekriegt, aber die brauchen wir diesmal nicht. Oh yeah, alright. Dann sprinten wir mal direkt in das Lager. Bastard, Bastard. Oh nein, ich kann das Siegesrausch weg. Ihr seht übrigens, ich habe die Buffs eingestellt. Wir sehen jetzt immer hier die Verwundeten und ganzen anderen Debuffs hier. Ach, fucking Bastard. Wundert euch nicht, dass ich übrigens die ganze Zeit die Leute hier als Bastard beschimpfe. Das liegt einfach daran, dass sie so heißen. Bastard, der Rotkammknolle. Ich bin außer Reichweite. Noch nicht bereit. Ich dachte, das ist nicht. Aber leider nein. Aber den habe ich überrascht. Und da gibt es den Siegesrausch. Dann wird er erstmal gelootet. Bis dahin wird er getötet. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Oh yeah. So macht es Spaß. Aber ich sehe gar nichts glitzern hier. Ah doch, dahin. Ja, komm, auch noch. Okay. Wieder easy going bis jetzt. Kein Stress, keine Probleme. Ich frage mich, wann die wirklich erste große Herausforderung kommt. Jetzt habe ich den Talentpunkt übrigens immer noch nicht verteilt, sehe ich das richtig? Das machen wir jetzt gerade, wenn wir zurücklaufen. Was haben wir denn hier noch? Blitz. Eure Fähigkeit Sturmangriff erzeugt zusätzlich 5 Wut und betäubt ein weiteres Ziel. Das ist schon mal ganz nützlich, aber was haben wir hier? Feldverbandskasten erhöht jegliche erhaltene Heilung. Ach ne, das ist Ding. Das ist ein Tank-Talent. Wir machen den Blitz. Erlernen. Ja, ich bin mir sicher. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Achso, wir müssen mal noch uns um die andere Quest hier kümmern. Eine Spinne, 2 Schweine. Ach, und die Vögel brauchen wir auch. Okay. Gibt es hier irgendwo Vögel? Hallo? Nein? Okay. Laufen wir mal hier durch die Wildnis. Vielleicht gibt es da Viecher. Einen Fuchs brauchen wir nicht. Ah, ich habe ein Terrorkondor im Visier. Schießen. Haha, erwischt. Komm doch her. Ich muss näher ran. Ich kann noch nicht sehen. Yes. Da ist eine Tarantel. Die schnappen uns auch noch. Und jetzt brauchen wir noch mehr Vögel. Da ist noch einer. Schieß! Ich bin außer Reichweite. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. So, da ist noch einer. Die spawnen hier ja die ganze Zeit. Ist ja geil. Die setzen sich sogar hin für Leute, die keine Bögen haben. Habt ihr das gesehen? Nice, nice, nice. Ich habe kein Ziel. Ah, ist ja schon tot. Ich drücke alles noch auf die Taschen. Brauche ich noch Tarantel? Ne, 4 von 4 brauche ich nicht mehr. Ich brauche noch 2 Schweine. Boah, da oben fliegt ein Kondor. Ich sehe den Schatten. Wo ist er hin? Hm. Wo gibt's Schweine? Ich brauche Schweine. Da unten gibt's, glaube ich, Schweine. Oder? Hallo? Ne, hier gibt's Taranteln. Fuchs, Tarantel, scheiße. Fail, Moonboon, fail.
Doch, da unten muss es noch irgendwas geben, sonst würde es mir nicht anzeigen. Na, was ist das? Was ist das? Fuchs, da ist ein Schwein. Yes! Ich muss näher ran. Gut, noch ein Schwein. Da drüben ist ein Wolf. Dann kann ja da kein Schwein sein, wenn da ein Wolf ist. Das schließt sich ja aus. Zeigt mir noch, wo in die Richtung. Ach ja, komm halt her. Ich kann das noch nicht tun. Schon als ich dich das erste Mal gesehen habe, Tarantel, wusste ich, dass du mich angreifen willst. Da oben soll noch ein Schwein sein. Da ist ein Fuchs. Ich brauche keine Füchse. Ist aber komisch, dass es hier so viele Füchse gibt. Die gibt es bestimmt auch noch eine Quest. Da ist ein Schwein! Schwein! Das ist zu weit entfernt. Schnell, schnell! Yes. Ich kann das noch nicht tun. Seht ihr da drüben die Tarantel? Ja, das ist genau wie eine, die gerade eben, die wollen uns bestimmt angreifen. War ja klar, ne? Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. So. Jetzt fehlt noch ein Vogel in der Reihen Dings. Da ist er. Bam. Was mir bei der Musik im Hintergrund gerade einfällt, ich habe übrigens auch wieder angefangen, Gothic zu zocken. Auf Steam gab es das ganze Gothic Pack. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich glaube nicht. Das ganze Gothic Pack für 33 Euro. Das beinhaltet Gothic 1 bis 4 und alle Erweiterungen. Normalerweise zahlt man dafür über 100 Euro. Ich glaube 130 oder so. Und da gab es wieder diese epische Hintergrundmusik. Das vermisse ich hier ein bisschen. Nicht, dass die hier schlecht wäre, aber bei weitem nicht so gut wie in Gothic. Also, Respekt. Kai Rosenkranz, wer ihn nicht kennt, hat die den Soundtrack bei Gothic 3 beigesteuert. Echt was nice. Kann ich für euch tun? So, Rotkammknolle. Oh, was gibt's hier? Stoffarmschienen? Nein. Was ist das? Rücken, Beweglichkeit, Ausdauer? Ja, das nehmen wir mal. Oder 4 Stärke, Brust, nimmt das Licht sich nicht. Für euch. Ja. Das Licht sei mit euch. Und dann haben wir hier noch die Quest. Dafür gibt's was. Oh, nice. Ein geilen Gürtel. Wo ist er hin? Genau, bringt Parkers Bericht zum Magistrat Solomon nach Seenheim. Okay. Sterben wir? Nein, oder? Wir sterben nicht. Ah, hab ich gewusst. Wir sterben doch nicht. Sowas kann uns doch nicht aufhalten. Also, dann würde ich sagen, wir sprinten nach Seenheim. Und dort, suchen wir dann den Magistrat Solomon auf, den wir auch noch kennen von früher, von vor dem Kataklysmus. Nächster Talentpunkt auf Stufe 17. Oh, das dauert ja ewig, bis man da unten ist. So ein Müll haben sie da gemacht. Ich fand die alten Talentbäume gut. Was sagt ihr dazu? Meinung in die Kommentare. Wie fandet ihr die alten Talentbäume? War das notwendig, die zu überarbeiten? Fandet ihr die neuen besser jetzt oder die alten? Go, go, schreibt's mir. Unter allen teilnehmenden Kommentarschreibern verlose ich ein Lob im nächsten Video. Also haltet euch ran. Wer wollte nicht schon immer mal von mir im Video gelobt werden? Wow! Was ist denn das? Fletschzahn, Drachkin. Oh, das ist ein Ramob. Leute, ein Ramob. Den holen wir uns. Der hat keine Chance. Oh, geil. Epischer Ramob. Episch, episch Ramob, Ramob. Erstmal schleichen wir uns hier durch. Durch die Knolle, die uns natürlich alle angreifen. Fuck, wenn uns jetzt jemand den Rahmen wegschnappt, dann bin ich aber sauer. Diese Fähigkeit ist oh, nein, nein. Jetzt leckt's auch noch. Da kommen immer mehr Knolle. Die beschützen bestimmt den Rahmen. Fuck, die hauen da richtig rein hier. Was sind die? 15. Ja, und er holt halt gleich mal die Berge. Ich bin überhaupt kein Heiltrank mehr. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ja, schnell looten. Ist er noch da? Ja, ist noch da. So, und jetzt tun wir ganz geschickt den Knoll hier noch ausschalten. Und mit dem Siegesrausch greifen wir dann den Arm. Alles geplant. Oh nein, jetzt kommt er auch noch raus. Warum leckt es denn jetzt plötzlich so? Oh, nein, 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 alles, töte ihn. Oh, ja, gut. Den looten wir jetzt nicht. Jetzt stören wir sofort den Ramob an.
Und dann kämpft er etwa? Nein, er kämpft nicht. Ich bin außer Reichweite. Das ist zu weit entfernt. Sieh es raus. Noch nicht bereit. Yes. Ich muss keine Chance. Boah, Level up für ein Ramob. Geil. Und was gibt er? Hinrichten. Neue Fähigkeit gelernt. Und er gibt uns Leder. Oh, die aber trotzdem besser sind als unsere. Das ist ja lächerlich. Warum habe ich denn keine Handschuhe? Warum habe ich keine Handschuhe? Muss ich jetzt echt mit Willenskraft Handschuhe anziehen? Das ist ja... Also bitte, ich meine, hallo? Ich werde ja ausgelacht, wenn ich nach See heinkomme. Okay, dann gehen wir zurück. Ja, nicht schlecht, unser erster Ramob. Sofort getötet, hässlicher roter Drache. So, dann haben wir hier noch den Flugpunkt.